So, herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und spiele Lords of the Fallen. Und mir ist leider in der, ja, nach der Aufnahmesession, ich habe jetzt drei Folgen hintereinander aufgenommen für euch. Und leider ist mir aufgefallen, dass durch ein Windows-Update jetzt meine Mikrofon-Soundeinstellungen so wieder umgestellt waren, dass der Mikrofon-Sound nicht zu gebrauchen ist. Aus diesem Grund, ich habe euch jetzt das Let's Play gemacht. Ihr könnt es euch jetzt anschauen. Ich habe jetzt das nicht alles nachkommentiert in der Dings. Ich gebe euch hier nochmal einen kurzen Disclaimer. Wer möchte, kann sich die Folge anschauen. Wir laufen ganz normal, die Folgen. Und genau, es passiert, ja, ihr seht es dann eben, Let's Play, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Servus. Der uralte Tempel ist verschwunden. Es ist besser so. Auch die Rogar sind verschwunden. Und der Gott fand sein Ende. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Das Zeitalter der Richter. Wir werden neue Tempel bauen, um die Richter zu ehren, die diese Welt befreiten.
Was? Das ist es, was ich gesucht habe. Er ist es. Was? Diese Kreatur? Erwartest du, dass sie mit dir spricht? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er weiß, warum ich hier bin. Ich glaube, er sagt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Wenn es dir wirklich so wichtig ist. Ja.
Mächtiger Antanas, es muss etwas geben, das so lange verhindert hat, einen Weg in die Hand des gefallenen Adir zu finden. All die Erzählungen derer, die in den Kammern waren, haben etwas gemeinsam. Sie wurden von etwas erschüttert.
Öffne deine Augen, Harkin. Du bist gekommen, um durch die Hand eines Gottes zu sterben. Warum mich bekämpfen? Ich kann dich so viel lehren, dir die Ewigkeit zeigen. Erster Kampf war nur deine Einführung. Dieser Fürst hat nicht damit gerechnet, dass du ihm gewachsen bist. Wesen nicht. Ihre wahre Bestimmung. Ihre wahre Herrlichkeit. Ich bin nicht zum Reden hergekommen. Du hast auch diesen Herrscher besiegt und seine Untergebenen. Sieh dich an, Harkin. Du bist ein Außenseiter. Ein Ausgestoßener. Du wurdest eingesperrt, gebrandmarkt, vergessen. Du ähnelst den Roga mehr, als du zugeben willst. Ich spüre deine Wut. Du hast um dich geschlagen. Du warst wild und mörderisch. Du bist wie die Roga. Für dich gibt es keinen Platz in dieser Welt. Komm endlich und kämpfe! Du hast die Angriffe aller Herrscher abgewehrt. Höchst beeindruckend. Tag und Nacht zu trennen. Oder Leben und Tod.
Das Gute kann ohne das Böse nicht sein. Du verdrehst Worte, bis alles klingt, wie du es willst! So dann trugst du den Kampf vor meine Tore, als du meinen letzten Wächter bezwangst. Deine Gewalt nährt diesen Krieg, kleiner Bruder. Zerstört und so Chaos geschaffen. In seinem Versuch, dem, was er das Böse nennt, ein Ende zu setzen, entfesselte er die Rogar. Erkennst du das nicht? Mit jedem Kampf werden die Rogar stärker. Dieser Krieg wird nur zu deinem Tod und deiner Vernichtung führen. Ist es das, was du wirklich willst? Antanas hat in eine Welt eingegriffen, die er niemals verstehen kann. Und er wird euch alle vernichten, wenn ihn niemand aufhält. Ich werde niemals aufgeben! Dein wahrer Gegner ist Antanas. Er fürchtet das, was er nicht begreift, was er nicht kontrollieren kann. Er sieht herab auf Menschen wie dich, mit ihren Leidenschaften und Hoffnungen und Träumen, und sieht euch als makelbehaftet und gebrochen, als Sünder, die erlöst werden müssen. Er ist von Hass erfüllt, wenn er von Liebe erfüllt sein sollte. Antanas glaubt, mit nahezu göttlicher Macht herrschen zu können, doch er ist fehlbar wie jeder Sterbliche. Warum dienst du einem Menschen, der dich hasst? Ein Mann, der dich für den Rest deiner Tage in einem Verlies hätte dahinsiechen lassen? Die Welt steht in Flammen. Antanas kann sie nicht retten. Kein Mensch kann das. Nur ein Gott. Antanas Stolz und zerstörerischer Geist haben mich geweckt. Zurück in diese Welt geholt. Du brauchst mich, Harkin. Die gesamte Menschheit braucht mich jetzt. Lass mich euch helfen. Sieh dir Antanas an. Erkenne sein wahres Gesicht. Lass nicht zu, dass er dich vernichtet. Du hast Kraft aus deinen Gegnern gezogen. Du hast sie dir einverleibt. Du bist jetzt wie sie. Ich werde dir einen Ausweg zeigen. Ich werde dir ein Geschenk geben, mit dem du mir Antanas Seele geben kannst. Mit diesem Geschenk kannst du das Gleichgewicht und den Frieden wiederherstellen. Du hast die Wahl, Harkin. Bist du das wirklich? Hallo, Harkin. Was hat das zu bedeuten? Bist du Adir? Nein, Harkin. Ich bin kein Gott. Aber ich bin auch nicht der Mann, für den du mich hältst. Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein Gleichgewicht. Ich bin der Wächter dieses Gleichgewichts. Ich bin kein Diener Antanas oder Adirs. Ich bin der wahre Richter. Du hast mich in diesen Kampf mit reingezogen und es hat noch mehr Gewalt und Chaos gegeben. Warum? Die Gewalttätigkeit deines Wesens gleicht den Rogar. Ohne dich waren Antanas Truppen hoffnungslos unterlegen. Die Rogar-Herrscher hätten sie alle mühelos vernichtet. Von dieser Welt wäre nicht viel geblieben. Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein... Ich bin... Dann
Antanas hat ihr vertraut. Doch es liegt in Antanas Wesen, nur sich selbst zu trauen. Er sieht nur, was er sehen will. Seine Trauer und sein Leid nach dem Tod seines Sohnes haben ihn der Wahrheit gegenüber blind gemacht. Gerechtigkeit interessiert ihn nicht. Er will Rache und würde für seinen Feldzug alles opfern. Wo ist Ardir? Warum hat er nicht gekämpft? Vor tausenden von Jahren ist Ardir auf dem Schlachtfeld erschienen. Dort haben wir ihn bezwungen. Er hat seine Lektion gelernt. Es gibt mehr als einen Weg, einen Krieg zu gewinnen. Ardir hat sein Schwert nicht gegen dich erhoben. Doch er hat dir eine Wahl geboten. Dann bin ich der Spielball von einem verrückten Nachfahren der Richter und einem rachsüchtigen Gott. Wem soll ich glauben? Mann oder Gott? Ist das das Rätsel? Wem glaubst du? Was ist das für eine Rune, die Ardir mir gegeben hat? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es solch eine Rune gibt. Ardir hat dir ein Werkzeug gegeben, mit dem du ihm Antanas Seele liefern kannst. Es liegt an dir, was du damit machst. Was geschieht jetzt? Das liegt ganz bei dir, Hakin. Kehre in die Zitadelle zurück. Geh zu Antanas. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. An dieser Stelle trennen sich unsere Wege, Hakin. Ich kann dich nicht länger leiten. Bedenke dies, Hakin. Du bist in Finsternis und Verzweiflung gefallen und zur Erlösung emporgestiegen. Du weißt, dass selbst fehlbare und gebrochene Männer und Frauen sich aufs Neue beweisen können. Geh in dich, Hakin. Triff diese Entscheidung selbst. Das Gleichgewicht der Welt liegt jetzt in deinen Händen.